Servus Jungs und Mädels. An dieser Stelle sorry nochmals. Ich werde mir, sobald Rathaus 14 rauskommt, nochmals Zeit nehmen, um zu schauen, ob die was geändert haben. Keine Angst, Toto, du wirst kein Opfer meines nächsten Angriffes sein. Wenn die nichts geändert haben, gehe ich auf die Accounts größerer YouTuber, also um auf die fehlende Sicherheit aufmerksam zu machen. Deutsche und englische YouTuber werden davon betroffen sein. Gebt nicht so viel von euch preis. Beste Grüße, euer Fischer. Haha. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo. Clan ist wieder da, Accounts sind wieder da, aber das unmulmige Gefühl bleibt natürlich, dass jemand wohl sehr viel von mir kennt. Natürlich kennt man viel von mir, denn Content-Creatoren, die online sind, irgendwas veröffentlichen oder herstellen, die geben natürlich ab und zu mal was von sich preis. Ja, hier, ich habe das neue iPad 13 und absolut geiles Teil und bla bla bla, ihr wisst schon, was ich meine. Und im Stream, da muss ich ja auch jetzt nicht sagen, ich wohne in Timbuktu oder sowas. Also so ganz geheim muss es ja jetzt noch nicht sein. Aber es ist tatsächlich wohl sehr, sehr einfach im Moment an Accounts zu kommen, wenn du so ein paar Daten hast. Ich meine, ich habe die Accounts ja auch wieder bekommen. Ich habe Lela wieder bekommen, ich habe den Fry wieder bekommen und ich habe auch den Clan wieder bekommen, indem ich dann von dem Bradley eingeladen wurde. Und ich habe dann irgendwann habe ich gedacht, mit Avatar, komm, gehst du mal rein, mal sehen. Und da stand auch schon im Chat drin, dass ich in jedem Fall meinen Posten wieder kriege und dann auch den Clan. Und er aber halt genau auf diese Lücken hinweisen wollte. Dann habe ich natürlich gefragt, warum denn eigentlich, warum ausgerechnet ich? Und weil es bei Trimax nicht geklappt hat, war das eher Zufall, dass er dann so den nächsten gewählt hat. Keine Ahnung. T wie Trimax, T wie Thorsten. Ich weiß es nicht, oder wie Toto clasht. Ach, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber man muss einfach vermutlich ein bisschen viel Zeit haben, um überhaupt sich stunden- oder tagelang mit dem Support auseinanderzusetzen, bis die letztendlich dir sagen, gib mir mal eine andere E-Mail-Adresse, die tragen wir bei deinem Dorf ein und dann loggst du ein und dann ist das dein Dorf. Deswegen geht das Ganze ohne E-Mail-Kapern, ohne Supercell-ID-Kapern oder was auch immer. So einfach kann es teilweise sein. Das muss jetzt nicht zu eurem Hobby werden, Leute. Denn wo man wohl einen Kauf getätigt hat, also eine Transaktion drin hat, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das habe ich bei diesen Accounts natürlich nicht. Das sind ja komplette Free-to-Play-Accounts. Da habe ich nie was mit ausgegeben. Letztendlich Umkehrschluss wäre natürlich, damit Supercell so eine Sicherheitsgeschichte noch zusätzlich abfragen kann, ist, dass man einfach hier hingehen könnte in den Shop, wo man im Moment die Piratenszenerie bekommt, einfach hingeht und sagt, mach mal einen Kauf hier für 0 Euro, kriegst du 10 Gems für. Und diesen Transaktionscode bitte sehr, sehr gut aufheben, denn der wird benötigt für die Wiederherstellung deines Accounts. Und damit fällt es dann den Angreifern noch etwas schwieriger, an diesen Transaktionscode zu kommen, muss man sagen. Weil nur mit Reden im Moment sehe ich bei dem Supercell Support im Moment eine kleine menschliche Schwachstelle. Denn ja, eigentlich ist der Account hier nicht mehr sicher. Also er fühlt sich auch fremd an. Ihr wisst, was ich meine. Jemand anders hatte was von euch. Jetzt hast du es wieder zurück, aber es fühlt sich fremd an, weil jemand anders angefasst hat. Und das ergeht vielleicht Leuten so, bei denen schon mal eingebrochen wurde, ja. Bei wem schon mal eingebrochen wurde und man geht dann wieder in sein Haus oder seine Wohnung zurück, da kommt man sich dann ganz doof vor, weil jemand wirklich in den intimsten Ecken rumgefummelt hat. Und deswegen bedanke ich mich natürlich, eigentlich muss ich mich natürlich beim Fischer bedanken, denn 2000 Klicks auf zwei Videos fast, das habe ich auch nicht alle Tage. Das ist natürlich so ein extrem blödes Thema ist. Das tut mir leid für euch Zuschauer, dass ich euch damit so ein bisschen leider unterhalten musste. Aber es muss dann auch so ein bisschen raus an die Öffentlichkeit, gar keine Frage. Und für mehr Informationen müsst ihr vielleicht so ein paar Clanis von mir befragen oder aber auch bei mir in Discord schauen. Da habe ich einen, da haben viele was erklärt. Und habe jetzt auch gerade mitbekommen, dass auch schon wieder andere Accounts wohl geklaut wurden, aber jetzt nicht unter Umständen, nicht von dem, der es jetzt hier gemacht hat, aber dennoch weiß ich jetzt nicht, wie man seine Accounts schützt, vor allen Dingen wie man jetzt den Rusher schützt hier. Ja, er hat, das ist der Fry hier übrigens, der heißt Jimmy, er hat ihn umbenannt,
für Lau, denn den konnte ich noch einmal umbenennen für Lau. Im Moment ist es mir natürlich nicht möglich, den hier umzubenennen. Da muss ich noch wieder ein paar Tage leider warten. Tolle Wurst. Also er hat ihn umbenannt und hat Rathaus 10 leider gebaut und gejammt. Hat auch, ich meine, immerhin hat er die neuen Sachen, die das Rathaus mit sich bringt, hier für mich gebaut. Also die beiden Infernos, den X-Bogen, den Bombenturm und auch die kleinen Bömmchen und so weiter. Und so wie ich das gesehen habe, Mauern. Es gibt im Moment, glaube ich, nichts im Shop, was ich jetzt noch haben könnte als Rathaus-Szener. Also, ja, jetzt habe ich einen Rusher an der Haken, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ich habe noch nie einen Rusher gespielt. Und dann ausgerechnet mit so kleinen Helden. Ich habe noch nie so kleine Helden gehabt. Das tut mir in der Seele weh. Und natürlich auch die Gems, die er ausgegeben hat für das Rathaus. Ich meine, das hat jetzt noch Boost 3 Tage. Aber boah, ich weiß nicht, Leute. Was haltet ihr davon? Wie wir den mal ganz vernünftig ordentlich machen. Erstmal 240 Truppen. Also die Armeelager bauen wir aus. Und dann sehen wir mal weiter, dass wir hier die Helden nachgezogen bekommen. Mal sehen. Habe ich wieder was zum Drehen. Also auch da hat mir der Angreifer ja so ein bisschen reingespielt. Ich habe endlich wieder was zu zeigen, nämlich ein Rusher-Account, also Get Rushes Account hier. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen können. So, ich muss mal eben so ein bisschen funneln hier. Und hier würde ich sagen, und hier, und hier. Ich habe gar keinen Mauerbrecher dabei, ne? Na, das ist natürlich doof. Kein Mauerbrecher dabei. Das ist gerade ein bisschen hinderlich, aber auch nicht so schlimm jetzt. So, die bringen wir mal eben ordentlich in PS hier. Dass sie hier rüber gehen. Und nochmal würde ich sagen, weil wir da so einen dusseligen Feger haben. Und hier in der Mitte nochmal Speed. Also es muss hier schnell gehen mit den Dingern. Mit den Ballons. Weil die doch heftig Beschuss bekommen. Aber wir haben schon ein bisschen Dunkles bekommen. King zünden, nicht vergessen, Toto, nein, vergesse ich schon nicht. Und dann bekomme ich noch das Elex-Lager dort. Ich bekomme noch die Sammler da hinten. Das reicht mir ja schon fast, aber da ist noch ein dicker Bohrer. Der ist ja pickepacke voll. Den erreiche ich leider nicht mehr, weil meine Loons jetzt, glaube ich, am X-Bogen dort sterben werden. Ja, da gehen sie kaputt. Und ja, dann haben wir trotzdem noch ganz gut was geholt, auch an Elex vor allen Dingen. Das wollte ich ja hier an der Stelle. Und dann spielen wir den Account hier doch, glaube ich, einfach mal. Wir spielen ihn einfach mal weiter. Ist egal. In der heutigen Zeit ist sowieso so vieles egal. Ja, nicht wirklich egal, aber wir machen das Beste draus hier. Und so habe ich auch meinen Tagesschuss. So läuft jetzt die Zeit noch aus hier. Wo ist hier noch was? Ach, hier hinten, da oben. Der Bogi. Okay, der wird aber nicht mehr viel anrichten können. Dann haben wir hier etwas reingespielt. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen Pass verloren. Also Passzeit eigentlich verloren hier bei den Accounts. So 1-2 Tage, je nachdem. Die Accounts hatte ich ja am nächsten Tag schon wieder. Auch über den Supercell-Account, Leute, wie gesagt. Die Fragen waren nicht einfach. Es gab keine Frage zum Transaktionscode. Es gab keine Frage hingehend, dass ich irgendwie den Beleg vorlegen muss oder was auch immer. Aber scheinbar wusste ich denn doch etwas zu viele Informationen über diesen Account hier, als dass mir jetzt keiner glauben würde, das war mal meiner hier, der ist mir geklaut worden. Dann war es wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel Information auf einmal. So, hier müssen wir das mal eben wegmachen und da reinkommen. Da rein. Oh, ich hab keine Truppen mehr. Ich wollte gerade noch Truppen setzen. Okay, ich habe ja keine mehr, aber ich habe ja jetzt auch hier einen geboostete Kampfmaschine und mit Level 10 geht es ja schon gut durch, ne? Die tankt schon ganz nett. Sagen ist dann natürlich in 3 Tagen vorbei, dann ist sie wieder 5 und ich bin hier aber auch, glaube ich, so ganz kurz vor der nächsten Bauarbeiterstufe und ich hätte fast gesagt, wenn der jetzt noch ein bisschen durchhält, dann könnten das durchaus 3 Sterne hier werden. Denn, obwohl ich kriege jetzt noch gut Beschuss, die eine Kanone. Nein, jetzt fährt die nach da, Mensch. Ärgerlicherweise. Aber meine Kampfmaschine ist durch. 14 Sekunden dauert es immer, bis man die wieder zünden kann.
Ja, zweite Mal nicht mehr geschafft. Die Kanone schafft das da noch, jawohl, aber die kann jetzt nicht mehr fahren. Die Kanone kann jetzt gleich auch nicht mehr fahren. Und dann schaffen wir noch den Bogenschützenturm. Ja, den schaffen wir in dem sogenannten Last Stand, aber wir schaffen jetzt die Kanone nicht mehr. Naja, immerhin 95%. Hat der Jimmy nicht schlecht gemacht. Hier, allein wenn ich diesen Namen lese, geht mir schlecht. Und deswegen muss ich mit dem Account auch unbedingt weiterziehen, beziehungsweise nicht weiterziehen, sondern der, unglücklicherweise habe ich den dann auch mit in den Klankrieg genommen. Also ein Unglück jagt das nächste. Das nächste Unglück, Leute, ist, findet bei mir am Ende statt. Ihr wisst, dass ich am Ende meiner Videos immer so eine Abspannmucke habe, die eigentlich perfekt zu meinem Abspannen Mini-Bildchen passt und da ist jetzt ein Copyright drauf, also werden jetzt etliche Videos erstmal von mir gemeldet, das heißt YouTube schreibt mich dann an und sagt, oh, Urheberrecht verstoßen und aber ich kann den Titel dann stumm schalten lassen, dann passiert nichts und dann ist das wieder monetarisierbar, das Video, ansonsten muss ich mir meine harten Einnahmen auch noch mit dem Urheberrecht teilen, mehr passiert dann, ich kriege also keinen Strike oder was auch immer, also da geht es dann, aber ich sehe jetzt schon die Flut von Videos auf mich zukommen, die ich alle neu schneiden muss, beziehungsweise unter YouTube muss ich ja neu rendern. Die nehmen dann den Titel raus, habt ihr ja schon gemerkt, in dem Video vom von Donnerstag war es, glaube ich, ja, von Donnerstag, Freitag bin ich doch nicht dazu gekommen, eins zu machen. Und dementsprechend ist es da leider nichts. Oh, halt, ist es da leider nichts geworden, so sollte es heißen. Also ich mache den Account hier jetzt mal so peu à peu weiter. Danke nochmal an den, der mir jetzt fast 2000 Aufrufe auf meine Videos gebracht hat, auch mit diesem eigentlich sehr, sehr traurigen Thema. Das, wie gesagt, tut mir wirklich sehr, sehr leid für euch Zuschauer. Wir machen in jedem Fall ein bisschen mehr Clash of Clans. Heute Abend geht schon los, 21 Uhr DCM. Der letzte Qualifier läuft, bevor es dann im Dezember in die Finals geht. Und seid einfach dabei auf https://twitch.tv/TotoClashed und guckt euch das ganze Spektakel mit mir heute Abend ganz nett an. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben und so weiter. Euer Toto Clashed.